Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, nämlich der 28. April. Ich hatte leider keine Zeit mehr gefunden, aber wir machen jetzt weiter. Das letzte Mal, ich kann mich nur noch ganz sporadisch irgendwie daran erinnern, ich war zwischenzeitlich sehr gestresst, was das Ganze angeht. Genau, ich gucke einmal kurz. Wir müssten... Ach so, ja genau. Wir haben dieses Seemotten-Fragmententeil da... nicht Fragmententeil. Wie heißt denn das Ding nochmal? Frachtmodul gefunden. Wir waren in dieser Untiefe. Wie heißt das Ding nochmal? Genau. Und die Pilote letzte bekannte Position. Da müssen wir hin. Genau, wir haben das Tiefenmodul gemacht. Und damit können wir jetzt genau 300 Meter tief tauchen. Oh, das sieht so geil aus. Muss ich einfach mal so sagen. Genau. Ich hatte nämlich vor, jetzt auch einmal da hinten hinzufahren. Deswegen würde ich sagen, wir fahren da einfach. Obwohl, wir müssen noch Essen und Trinken mitnehmen. Zumindest, was zu trinken. Und ich glaube, Batterien. 15%. Wie viel haben wir noch? Warte mal. Okay, wir haben noch eine Batterie. Wir müssen Nahrung. Haben wir gar nicht. Gucken wir mal kurz. Ich weiß leider nicht, welchen Fisch. Also ich weiß, dass wir diesen, hier diesen Blastfisch da, wie er heißt. Naja, gehen wir mal wieder rein. Gefiltertes Wasser, genau. Perfekt. So. Einmal trinken, trinken, trinken. Essen, perfekt. Gut, dann können wir weiter. Los. Genau, wir gehen jetzt nämlich hier hinten hin. Da ist die Delta-Station. Was? Da ist die Delta-Station da vorne und genau, da müssen wir. Wir müssen uns nur in Acht nehmen vor diesen ganzen Monstern, da sage ich jetzt mal, weil das Ding ist, die haben uns das letzte Mal so ein bisschen gejagt, sagen wir es mal so. Könnt ihr aber gerne die letzte Folge abchecken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Das waren solche, da war einmal so ein riesen, wie so ein Einsiedlerkrebs oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine richtige Bezeichnung ist. Und dann war, guck mal, wir können Lichter machen. Oh, Junge. Einfach so wie der Zyklop. Genau, da war einmal so wie so ein riesen Einsiedlerkrebs und, ja genau, das Ding da, was ihr gerade gehört habt. Das, ja, gut. Oh, die Fische sehen so süß aus. Ich guck mal, also... Das sieht doch richtig... Hier, genau, das... Ich weiß nicht, wie das Ding nochmal heißt. Aber das sieht aus wie so ein Einsiedlerkrebs oder so. Wow. Irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Egal, wir müssen darunter, aber da gibt es auch so ein gefährliches Teil. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran auch noch erinnern könnt. Wie gesagt, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, schaut gerne da vorbei. Genau. Wir gucken dann auch, dass wir nicht so... Oder vielleicht, dass wir... Ja, wir müssen doch schon weiter runtergehen, weil wir können nicht so tief tauchen. Da, das... Oh Gott, das Ding ist auch gefährlich. Das jagt uns gleich. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Du siehst uns nicht. Nein, du siehst uns nicht. Oh je. Aber ich glaube, die attackieren uns hier nicht. Geil, wir gehen hier runter. Hier müsste doch irgendwo gleich das Schiff kommen, oder? Hä? Wir sind aber am Schiff vorbei. Ach, das war ein bisschen weiter nach da, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt weiter runter. Boah, das sieht schon krass aus. Noch 130 Meter. 100. Was? Was ist das? Hier, die gibt es auch an der Oberfläche irgendwie. Jo. Okay, können wir das scannen? Riesenseerose. Das ist sehr interessant. Hier ist die letzte bekannte Position. Da ist dieses fette Ding. Sieht aus wie ein Hai. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier so runter. Ohne dass das Teil uns hier irgendwie... Oh nein, oh nein.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe kein Reparaturwerkzeug. Ah. Ich habe kein Reparaturwerkzeug. There is a large anomalous mass of rock that has broken away. Lol. Okay. Ja! Aquarium? Lol. Ja, Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität, das ist wichtig. Das ist cool, okay. Was? Krebswärmereaktor? Oh nein, das ist ein Seekobold. Bitte nicht. Ihr wisst, was dann passiert. Dann haben wir wieder keine Sachen. Da. Okay. Ich würde sagen, wir fahren mal hier weiter. So ein bisschen weiter entfernt von diesem komischen Dingsbumster. Boah Gott, was gibt's denn hier alles? Das sind ja wirklich Untiefen hier gefühlt, ne? So, weil wir können nicht sonderlich weiter runter, aber... Warning. Ah, ne. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Jetzt ist die Frage... Ja gut, wir sind auch schon wieder 150 Meter da entfernt. Wir könnten mal probieren, da direkt runter zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Scheiße. Okay, wir probieren's. Nein, sag nicht, da gibt's nicht. Scheiße. Oh Gott. Wir müssen ein kleines Ausweichmanöver fahren. Diese Gelsäcke müssten wir vielleicht noch mitnehmen. Aber vielleicht nicht jetzt. Alter, was ist das hier? Oh, warte, was ist hier? Ich versuche übrigens jetzt immer so viel wie möglich von den Game Sounds drin zu lassen. Ich werde dann immer in Adobe Premiere Pro dann immer meine Stimme oder die vom Game leiser oder lauter machen. Habe ich jetzt so entschieden, weil dieses ganze permanente Einstellen, es kommt eh ein neues Mikro an demnächst, deswegen. Habe ich auch richtig rein investiert, deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Krebswärmereaktor, okay. Weiß nicht, ob wir das brauchen, aber... Okay. Kann das sein, dass uns gerade irgendwas gibt? Egal. Junge, was ist das hier? Das ist so viel, ne? Alter. Okay. Wohin führt das? Die Musik ist auch wieder so passend. Was? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. Ja, wo? You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Ja, aber wo? War das jetzt hier unten oder wie? Hä? Ich bin verwirrt ein bisschen. Hier ist schon wieder dieser Wärmereaktor. Moin. Aber wo müssen wir... Egal, warte, wir tauchen mal vielleicht so da lang. Was haltet ihr davon? Also nicht mehr mit dem... Ding hier, sondern... Manuell quasi mit dem Seegleiter. Oh lol. Ah, das ist ja richtig cool. Oha. Das ist. Lol. Cool. Der ist ja richtig drin. Gepflegt. Mit einer großen Glaskuppel. Ach stimmt, das können wir dann auch bauen, ne? Tauchdock, oh, das ist wichtig. Signal Location uploaded. Perfekt. Das ist Seebahndock, genau, das habe ich auch, also das habe ich auch gelesen, das kam mal rein. Jo. Warning. 30 seconds of oxygen. Ja, dann mach schnell. Warum bricht er denn immer ab? Okay, warte, wir müssen irgendwo rein. Hier, Tauchdock.
Können wir den Krebsanzug klauen? Das wäre cool. Aber ich glaube, wir können ihn scannen, ne? Ja, wir scannen jetzt erstmal hier den großen Raum. Es erinnert mich an Subnautica. Das führe ich übrigens auch noch weiter. Also demnächst kommt wieder Subnautica. Entweder als Stream-Projekt oder ja, als Videoprojekt. Das überlege ich mir noch. Oder könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Jo. Umgebautes Krebsexoskelett. Lol. Öffnen. Oh mein Gott. Die hat mich so erschrocken. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Das Leviathan als lol. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Warum macht sie es nicht? Ach so. Ah, wir müssen jetzt zur Delta-Station. Ah. Test über... Ah. Schneefuchs, genau. Das ist dieses Ding da, was ich erzählt habe. Weit draußen ist es zu London möglich. Ja, werden wir das später einmal alles durchlesen. Lol. Schneepirscher. Die gibt es. Also sowas gibt es auch. Oh Gott, das ist ja mega gefährlich hier, Leviathan. Junge. Digga. Die hat aber Leviathan gekillt. Ah, okay, man soll hier nicht durchkommen. Gut, das heißt. Die Tafeln kennen wir doch aus Subnautica 1. Also aus. Ne? Oha. Das heißt, wir müssen wieder weg und wir müssen zurück diesen Masten da. Okay. Oder gibt's hier noch was? Nö, ne? Nö. Nochmal gucken. Ne, sonst gibt's hier nichts. Perfekt, okay, dann gehen wir zurück. Wo ging's? Junge, hier geht's ja noch tief. Oha, das sieht schön aus. Ne, jetzt ist die Frage, wo kamen wir her? Oh oh. Ah, da. Ah, lol, die ist auch gekennzeichnet. Ich würde sagen, wir ändern mal kurz die Farbe. Landekapsel machen wir rot. Seebahn machen wir gelb. Ja gut, das... Ah, wir haben was bekommen. Ursprung des fremden Notrufs. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Das können wir dann... Obwohl, nee, das würde ich auch da lassen. Wir hätten eine Signal... Haben wir eine Signalboje dabei? Nee, ne? Doch, haben wir. Lol, haben wir sogar, okay. Die würde ich hier nämlich einmal absetzen. Weil dann, finden wir nämlich immer die Dings wieder. Die... Wie heißt die? Margaret oder so. Nee. Ich weiß nicht, wie die heißt. Keine Ahnung. Das war jetzt so ein Name, der ist mir einfach so eingefallen. So, gucken wir mal. Statt das Messer. So. Notversorgungslager. Nee, wie heißt das? Basis von der Frau einfach. Geiler Name. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie heißt es. Warte mal, vielleicht sehen wir, wie die hier heißt. Margaret. Ja, Margaret, ne? Ja, keine Ahnung. Einfach von der komischen Frau. Dann. Das passt dann. Dann können wir nämlich die andere Location. Ja. So, perfekt.
Jetzt ist sie noch an diesem einen Seemonster vorbei. Keine Ahnung, wie die das geschafft hat, aber... Da ist noch ein Gelsack. Den können wir auch mitnehmen. Da auch. Gut, dann... Let's go! Wir haben noch 66% Hüllenintegrität. Das wird sportlich, wenn wir an diesem Teil hier vorbeikommen müssen. Nee, hä? Okay. Ah, es ist weg. Okay, mach gut. Gut, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal... Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, weil... Oder... Ich weiß es nicht, weil da können wir ja noch nichts craften. Also ich denke zumindest mal, dass wir irgendwas craften müssen, weil das war ja so ein... nicht Modul, sondern so ein Prototyp, sage ich jetzt mal, von so einem Überbrückung. Nein, bitte nicht. Ich hasse euch. Gut, ich würde mal sagen, ja, wir gehen einmal zurück. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt alles, also in Ruhe erstmal, was wir jetzt alles da bekommen haben an PDAs und an Rezepten. Und dann würde ich sagen, oh, hier ist Lithium. Das nehme ich noch einmal mit. Das ist sehr wichtig. Da können wir uns direkt so ein bisschen Vorrat anschaffen. Ah, aber das könnten wir uns mal merken hier bei diesen... Nicht Thermalquellen, wie heißen die Dinger? Diese... Also, hier weiß ich nicht, wie die heißen, aber... Aua. Ich glaube, das sind auch irgendwelche Quellen. Irgendwelche Scheißquellen. Ich mag die nicht, die haben mir wehgetan. Aua. So, jetzt haben wir wenigstens wieder etwas Lithium. Aua, was ist denn das? Was sind die so fies, so gemein, ja? Ja, Premium. Das reicht auf jeden Fall. Wenn wir noch einen ja, finden, dann haben wir eine gerade Anzahl. Natürlich finden wir... Ah, drei. Perfekt. Super, dann haben wir's. Und dann können wir weiter. Ach ja, hier ist auch nochmal Lithium, aber das lassen wir jetzt mal da. Wir wissen ja jetzt, wo wir das herbekommen. Boah, das sind hier auch Untiefen, ne? Auch wenn es so 27 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Ich könnte hier, stell euch mal vor, ihr taucht runter, ihr seht das und das sieht ja auch so eine Kreatur oder so. Oh Gott, die will uns angreifen. Oder? Ja. Schnell weg. Die ist ein bisschen gebissig. So, noch 160 Meter. Ich finde, das ist aber mal was Neues, dass man jetzt so eine Kapsel, also so eine Extra-Kapsel statt so einer Rettungskapsel. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden auch mal demnächst, ich denke mal im nächsten Part, uns dran setzen, eine Base zu bauen. So. Okay. Gucken wir mal, wir haben Rohstoffe. Polyanilin, das kenne ich, glaube ich, sogar. Salzsäure. Da, Testüberbrückungsmodul. Da brauchen wir Parallelprozessor, Kupferdraht. Kupferdraht können wir direkt machen. So, dann brauchen wir Blei. Das kriegen wir. Und was ist Parallelprozessor? Oder was? Parallelprozessor. Das hört sich sehr interessant an. Ah. Nee, Wärmereaktor. Hm. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir diesen Parallelprozessor her? Was war das? Da brauchen wir Salzabla. Okay. Parallelprozessor. Ja, wo kriegen wir den denn her? Hm. Achso, emailliertes Glas könnten wir mal wegmachen. Genauso wie Tiefenmodul. Woher bekommt man... Ich store das hier mal. Ah, können wir gar nicht. Wir können gar nicht... Ah. Woher bekommen wir jetzt dieses, achso, wir brauchen ein Blei. Diesen Parallelprozessor. Ich gucke das einmal nach, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, wir finden diesen Parallelprozessor, bei diesem Wrack da hinten, anscheinend. Ich hoffe, die Information ist richtig. Ich habe noch was anderes gelesen, aber ich vertraue dem jetzt erstmal, weil ich darüber zwei, ich sag mal, Artikel gefunden habe. Das soll wohl in so einem Schacht sein. Vents, wie auch immer. Wir haben auch schon wieder diese wunderschöne Subnautica-Musik.
Ich bin wirklich froh, wenn noch mein neues Mikro ankommt. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Ersatz. Ich habe mal ein bisschen was investiert und mir eins von Shure geholt. Weil ich euch einfach auch... Ich habe aktuell noch ein etwas anderes. Das Ding ist... ich wollte da mal aufs große Ganze gehen. Einfach mal, auch um es auszuprobieren. Also ich brauche es ja auch nicht nur für OBS oder also für Aufnahmen oder Twitch Streaming, sondern auch für, ich sag mal, privaten Gebrauch, weil ich ja auch sehr viel so privat spiele mit anderen. Naja, Discord zum Beispiel oder DeepSpeak ist da manchmal auch ein bisschen launisch bei meinem aktuellen. Und ich sag mal so, das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt und ja. Es ist halt, ach nee, warte, wir müssen einmal rum. Oh Gott. Es jagt uns. Oh. Das war knapp. Ah, da war dieser eine, habt ihr gesehen, da war dieser eine Fisch. Wo sind wir hier? Ah, lol. Das ist wie so eine Grube, ne? Oh. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Wrack ist, weil gerade sind wir einfach dran vorbeigefahren. Hier, ne? Oder? Nee. Hä? So, hier ist der Anleger zur Delta-Station. Dann müsste das hier irgendwo sein. Jo, was bist denn du? Oha. Was bist du? Das ist wie junge Kolossqualle. Ja, ich merke schon. Habe ich gerade Subnautica? Egal. Kann man die... Ah, nee, ich lasse es lieber. Lol. Wir sind einfach dran vorbeige. Gut. Wir müssen uns beeilen, weil wir haben nicht mehr lange. Hier kann man rein, kann das sein? Jetzt weiß ich leider nicht, wo genau das ist, diese Position. Da will ich, denke ich mal, nochmal nachgucken eben. Oder vielleicht finden wir es ja auch so. Das sieht schon krass aus. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es kann sein, dass wir dafür einen Lasercutter brauchen, habe ich gerade gelesen. Aber den haben wir noch gar nicht, ist das Ding. Ich suche aber erstmal hier einen Eingang. Vielleicht kommt man ja auch so einfach da rein. Das kann ja auch sein. Weil eine Stelle, wo man Lasercutter braucht, wird ja dann, denke ich, ihm auch gezeigt. Aha, guck mal. Man kommt hier rein, tatsächlich. Metallschrott. Gut, das brauchen wir ja jetzt nicht. Da, Laserschneider. Oha. Okay, perfekt. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Wasser zumindest. Vital signs stabilizing. Dankeschön, ja, ich weiß. Boah, das sieht cool aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, hier geht's runter. Oh. Grätenfisch, der hat wohl ein paar Gräten, du. Ich weiß, dass es unlustig war. Hier sind irgendwelche Tiere. Dafür brauchen wir den Lasercutter, okay. Hier kommt man nicht gut. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Da, Lasercutter, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir entweder jetzt noch in der heutigen Folge, obwohl die geht schon 26 Minuten, würde ich sagen, dass wir es vielleicht in der nächsten Folge machen, dass wir da einen Lasercutter nehmen und dann hier quasi alles explodieren. Ja. Ich glaube, wir brauchen auch hier für die ultrahohe Kapazitäten. Ah, lol, man kommt auch hier rein. Wo ist das? Ah, so ein kleiner Frachtraum. Nicht Frachtraum. Wie habe ich das denn am Anfang übersehen? Naja. Gucken wir mal. Na. Junge, wie weit geht das denn bitte hier lang? Metallschrott. Ah. Hä? Ich habe hier so viele Eingänge übersehen. Das gibt's doch ehrlich nicht.
Aha. Okay, das ist gut. Was ist das hier? Laser. Okay, okay. Perfekt. Ich denke mal, da drin ist diese Processing Unit. Kann das sein? Oh, das brauchen wir auch. Das ist dieser, achso, nee, doch nicht. Ich dachte, das war was anderes. Batterie nehme ich gerne. So, würde ich sagen, dann hauen wir auch mal wieder ab. Weil, ja, wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Also Lasercutter auf jeden Fall machen. Dann gehen wir zurück und holen diese Processing Units. Aber da haben wir schon mal wieder was erreicht in dieser Folge. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. So, diese Geräusche hier auch überall, ne? Ist auch überhaupt nicht beängstigend oder so. Werden angegriffen. Bitte nicht. Ja. Oh mein Gott, überall. Wir sind überall irgendwie. Oh mein Gott. Wir sind 10 Meter unter der Wasseroberfläche und da ist einfach gefährliche Kreaturen als. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, keine weiteren Fragen. Und dann kommt dieses düstere Gebiet hier auf einmal. Komplett random. Oh Gott. Aber die Welt ist insgesamt, da ist alles größer verteilt. Weil, guck mal, bei Subnautica 1 war alles immer so 200 Meter entfernt oder so. Es gab auch größere Strecken, ja. Aber hier ist gar nichts mehr so zentral, sondern man muss wirklich fahren. Also, das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so. Ich finde das cool, aber das ist mir nur mal so aufgefallen, weil in Subnautica 1 war es halt so, dass, also im normalen Subnautica, dass du sehr vieles direkt an Ort und Stelle hast. Hier zum Beispiel musst du über 200 Meter schwimmen, dass du, ne? Ich meine, beim anderen musstest du auch schwimmen, aber ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich hoffe es. So, da sind wir auch wieder. Perfekt. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was wir für den Lasercutter alles benötigen. Ich sag Diamanten. Sag mir nicht, wer... Ah, doch. Nein. Es fehlt uns noch ein Fragment. Och, nein, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Da müssen wir nochmal zurück. Gut, das würde ich dann aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Genauso wie diesen Parallel-Dings da uns holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.